Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier Dr. Robert Kasten und Nadine Vogt. Denn Frau Vogt hat geheiratet. Geheiratet, ja, so ist es. Sorry an alle anderen da draußen. Heute geht es um ein ganz interessantes Thema und zwar geht es um Pigmentflecken. Es gibt unterschiedliche Arten von Pigmentflecken, unterschiedliche Ursachen für Pigmentflecken und natürlich dementsprechend auch unterschiedliche Behandlungen für Pigmentflecken. Genau, und das ist ein Thema, das viele Zuschauer bestimmt interessiert und auch im Übrigen mich persönlich, denn ich habe auch eine Neigung zu Pigmentflecken. Wenn ich im Sommer mich viel draußen aufhalte, dann bildet sich bei mir sogar manchmal wie so ein Schnurrbart oder auch hier oben an der Stirn bildet sich ein Pigmentfleck und hier auf den Wangen. Wie entstehen denn Pigmentflecken eigentlich? Pigmentflecken können durch unterschiedliche Ursachen entstehen. Die Pigmentflecken, von denen Sie gesprochen haben, nennt man Melasma. Das sind Pigmentflecken, die durch eine zu starke Aktivierung der pigmentbildenden Zellen hervorgerufen werden. Das sind die sogenannten Melanozyten. Und wenn die getriggert werden, durch hormonelle Trigger zum Beispiel und durch Sonnenlicht, dann produzieren die vermehrt Pigment. Und es sind dann diese typischen Pigmentflecken an der Stirne oder manchmal auch im Bereich der Oberlippe, sodass es aussieht wie ein Schnurrbart. Dann gibt es noch andere Ursachen für Pigmentflecken. Es gibt die sogenannten Altersflecken. Die treten vor allem im höheren Lebensalter auf. Und es sind relativ scharf begrenzte Flecken im Bereich des Gesichtes, aber auch im Bereich der Handrücken. Und diese Flecken können sich manchmal zu sogenannten Alterswarzen weiterentwickeln. Die werden dann dicker und zerklüfteter und noch rauer. Der medizinische Fachbegriff für diese Alterswarzen lautet seborrheische Keratosen. Dann gibt es noch eine bösartige Variante von Pigmentflecken. Das ist der schwarze Hautkrebs in einer besonderen Form. Diese Form nennt man Lentigo maligna. Das ist ein bösartiger, ganz oberflächlicher schwarzer Hautkrebs, ein Melanom, der ganz, ganz langsam wächst und entsteht. Und entsprechend dieser unterschiedlichen Ursachen hat man natürlich auch unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten. Und wie kann ich als Laie jetzt für mich einen Ansatz finden, ob das jetzt gleich etwas Bösartiges ist und wann kann ich total beruhigt sein? Leider ist es super schwierig, das als Laie zu beurteilen, sodass der Gang zum Dermatologen auf jeden Fall erfolgen muss. Der kann dann mit seinem Dermatoskop untersuchen, um was für einen Fleck es sich handelt. Im Zweifelsfall kann man auch eine Hautbiopsie nehmen, um noch eine feingewebliche Untersuchung auch durchführen zu lassen. Oft ist es auch für den Facharzt nicht immer ganz einfach zu unterscheiden, ist es jetzt ein gutartiger Fleck oder ist es ein bösartiger Fleck. Die Unterscheidung zwischen einem Melasma und einem Sonnenfleck oder Altersfleck ist meistens relativ einfach. Das Melasma ist oft hormonell getriggert, tritt auch häufig in der Schwangerschaft auf. Und die Altersflecken, die haben nichts mit Hormonen zu tun, sondern das sind wirklich relativ scharf begrenzte Stellen an den Wangen, Schläfen. Und das Melasma ist vorwiegend an der Stirne und im Bereich der Oberlippe, manchmal auch hier an der zur Nase hin gelegenen Wange befindet sich das. Man fragt sich, warum gibt es überhaupt sowas wie Melasma? Und es gibt Wissenschaftler, die behaupten, dass dieses Melasma anzeigt, dass eine Frau schwanger ist oder schwanger war. Denn es wird durch Östrogenspiegel, die ansteigen, gefördert und dadurch dann nicht mehr dem allgemeinen Markt zur Verfügung steht, sozusagen. Das ist ja sehr interessant auf jeden Fall. Was kann ich denn jetzt, wenn wir jetzt mal den Schwerpunkt auf die Pigmentflecken legen, was kann ich denn jetzt, welche Behandlung kann ich bei Ihnen in der Praxis bekommen, wenn mich das jetzt ästhetisch stört? Also wir haben jetzt ausgeschlossen, dass es etwas Bösartiges ist. Wie behandeln Sie das? Das Melasma muss man ganz vorsichtig behandeln. Da wird man meistens eine Creme einsetzen, die Vitamin A-Säure und Hydrochinon enthält. Das ist ein Bleichmittel. Beide Stoffe darf man allerdings nicht in der Schwangerschaft einsetzen. Aber mit dieser Methode kann man ganz langsam auch ein Melasma aufhellen. Laserbehandlungen können es oft verschlechtern. Es gibt eine Gefäßkomponente bei dem Melasma und man kann versuchen,
mit speziellen Lasern, die auf die Gefäße wirken, das Melasma zu reduzieren. Wir haben ein Gerät, mit dem man die Oberfläche der Haut ganz sanft perforieren kann. Das ist ein Laser, ein Thulium-Laser, und dann eine Lösung aufträgt, die enthält Tranexamsäure. Und durch diese Perforierung der obersten Hautschicht gelangt die Tranexamsäure in die Tiefe und kann dort auch die Pigmentzellen an ihrer Pigmentproduktion hindern. Wichtig ist, dass man bei allen Behandlungen vorsichtig, sanft vorgehen muss und Geduld braucht und auf jeden Fall mehrere Sitzungen braucht. Bei den Altersflecken kann man mit einem Laser oder einem IPL die Pigmentierung behandeln. Diese Pigmentflecken werden dann zunächst erstmal dunkler und blättern dann ab. Diese dunkle Verfärbung besteht über ein paar Wochen und dann hat man die frische, gesunde Haut darunter. Wenn die Pigmentflecken schon dicker geworden sind und sich Alterswarzen daraus entwickelt haben, dann muss man sie abtragen. Das kann man dann zum Beispiel mit einem Laser oder mit Radiowellen machen. Und empfehlen Sie Ihren Patienten auch eine begleitende Therapie, also eine spezielle Pflege? Oder was kann ich zu Hause tun, um mich davor zu schützen? Das Allerwichtigste ist ein guter Lichtschutz. Zwischen 30, besser 50 Lichtschutzfaktor sollte man einsetzen. Und ganz wichtig, das sollte auch ein UVA-Filter haben. Denn das UVA-Licht ist vor allem für die Bräunung, für die Stimulierung der Melanozyten verantwortlich. An Cremes zu Hause gibt es ein paar, die man einsetzen kann. Kojisäure oder Tranexamsäure ist in manchen Cremes enthalten. Das sind allerdings Konzentrationen, die keine sehr starke aufhellende Wirkung haben. Da muss man dann das hydrochinonhaltige Medikament, was verschreibungspflichtig ist, einsetzen. Und ein Mythos ist ja Zitronensäure oder Zitronenöl. Das soll man sich bis zu mehrfach am Tag auftragen und nach 4 Wochen sollen die Pigmentflecken dann verschwunden sein. Ist es denn richtig? Zitronensäure ist stark sauer und kann zu Verätzungen führen, gerade wenn man das häufig und mehrmals täglich und über einen längeren Zeitraum einsetzt. Außerdem kann Zitronenöl oder auch die Duftstoffe in der Zitrone können zu Allergien führen und zu phototoxischen Reaktionen. Das bedeutet, dass über das Sonnenlicht bestimmte Stoffe aktiviert werden, sodass wie Verbrennungen auftreten können. Also muss man sehr vorsichtig sein. Ich würde davon abraten, das Nutzen-Risiko-Verhältnis ist nicht so gut, dass man das in Kauf nehmen sollte. Es gibt da andere Methoden, von denen wir gesprochen haben, die deutlich effektiver sind und die auch kontrolliertere pH-Werte haben als jetzt die Zitronensäure. Ja, vielen, vielen Dank. Haben Sie noch einen speziellen Tipp für die Zuschauer oder noch etwas, was Sie Betroffenen mit auf den Weg geben möchten? Man kann alle Pigmentflecken behandeln. Oft nicht so, dass man sie mit einer Sitzung komplett entfernen kann. Da braucht man etwas Geduld. Und ganz wichtig ist, dass es auch Teamarbeit ist, denn wenn man diese Pigmentflecken hat, muss man sich vor Sonne schützen. Man kann da teure Behandlungen machen und wenn man dann nicht mit der Sonne aufpasst, dann kommt es relativ schnell wieder. Das heißt, da ist wirklich Teamwork und Beteiligung ganz stark gewünscht. Ja, vielen, vielen Dank. Wenn Sie Fragen haben, posten Sie die gerne unter dem Video. Schreiben Sie uns eine E-Mail, wenn Sie sich auch beraten lassen möchten oder rufen Sie uns an und abonnieren Sie den Kanal noch. Einen schönen Tag noch. Ciao und viele Grüße aus Mainz. Viele Grüße, tschüss.